Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer zum heutigen Charity Live Trading TV. 11 Uhr, 14.05. Zwar Feiertag, aber der deutsche Markt handelt und 100 Millionen Euro gegenüber dem US-Dollar in das Visier genommen. Und wir wollen uns jetzt den DAX mal ein Stück weit näher anschauen, der hier sich von den Anfangsverlusten doch sehr deutlich erholt. Wir sehen hier den Stundenchart von gestern und auch hier die entsprechend eingezeichneten Tendenzen. Und ja, man kann schon sagen, erwartungsgemäß blieb der weitere Rücklauf nach oben aus und der nachträglich doch weiter nach unten gesetzte Fall nahm tatsächlich Fahrt auf. Also hier eine sehr, sehr schöne Erfüllung wieder dahingehend, dass der DAX dann tatsächlich hier mit den Aufschlägen des Vormittags seinen Hochpunkt gefunden hatte und jetzt dann, beziehungsweise dann gestern, hier in eine Abwärtsspirale überging. Mit knapp über 1% Minus endete ja der Handel und dann oszillierte der Markt mehr oder weniger seitwärts, um dann letztlich heute Morgen direkt zur Eröffnung richtig nach unten durchzusacken. Und schauen Sie sich an, hier die Fibonacci-Projektion mit dem Kursziel des 161,8%igen Fibonacci-Extension so rum und gleichzeitig hier der Test eben des Tiefs hier vom 7. Mai. Genau dorthin lief der DAX und hat praktisch hier letztlich seinen Impuls erfüllt und hier in einer ersten oder was er sagt, nachfolgenden Anschlussbewegung hier sein erstes Kursziel auf der Südseite abgearbeitet. Wie sieht es jetzt aus? Die US-Amerikaner weisen starke Indikationen auf, also es dürfte einen positiven Handelsstart geben. Das zieht den DAX jetzt auch ein Stück weit nach oben. Jetzt notiert der DAX natürlich wieder unweit vor der Widerstandszone, die wir hier sehen, und zwar im Bereich um 11.400 Punkte. Das ist eine Zone, da muss der DAX natürlich, oder hat sich der DAX in den letzten Tagen immer wieder stabilisiert, beziehungsweise bei Ausbruch dann eben entsprechend weiter auf die nächste Ebene hervorgearbeitet. Wir haben jetzt gleich Mittagszeit. Ich vermute, er oszilliert ein Stück weit seitwärts, um dann, und da ziehe ich einfach nochmal die Fibonacci mit dazu, beziehungsweise bediene mich hier nochmal den Fibonacci-Elementen, um sozusagen mal hier das mögliche Potenzial in Sache einer Gegenbewegung zu erfassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der DAX es schafft, über 11.400 Punkte anzusteigen, der Stundenschluss, dass es dann hier durchaus nochmal einen Impuls geben kann in Richtung 11.450, gegebenenfalls 11.500 Punkte, wenn der DAX ein solches Kraftbollwerk vollziehen kann. Dann wäre das optional möglich, um jedoch letztlich hier wieder nach unten durchzusacken. Andernfalls, wir sehen gerade hier, die Schwäche findet gerade schon wieder Einzug, bleibt der DAX direkt unterhalb von 11.400 Punkten im Modus weiter bzw. nochmals in Richtung der heute bereits markierten Tagestiefs zurückzufallen. Und dürfte entsprechend hier die Marke von 11.200 Punkten dann mehr oder weniger doch wieder anpeilen. Ob es jetzt zu einem Ausbruch darunter kommt, das muss man abwarten. Die Range gibt es auf jeden Fall her. Faktisch wäre dann hier auch noch wichtig, das Local Low hier vom 7.5. der 11 Uhr Kerze, das lag hier bei 11.163,50. Da ziehen wir direkt mal eine Horizontallinie rein. 63,50, zack. Und dann haben wir die auch schon da. Und das ist jetzt die Marke, auf die es zu achten gilt, wenn der DAX hier tatsächlich nochmal nach unten wegtaucht, direkt. Dann kommt es darauf an, wie er sich hier verhält. Und wenn wir hier ein neues Tief machen, dann dem Zuschauer ist der DAX definitiv weiter auf dem Weg in Richtung 11.000 Punkte unterwegs. Wie gesagt, jetzt muss ich hier erstmal entscheiden, was passiert. Ob jetzt über die Mittagspause recht viel kommt, das ist eben die Frage, weil viele News stehen nicht an. Klar, wir haben heute die erste Trick auf Arbeitslosenhilfe, 14.30 in den USA. Das kann ein Stück weit Bewegung initiieren. Aber rein technisch, nach dem ersten Ausverkauf, dem Erholungsimpuls jetzt, könnte es durchaus wieder nach unten direkt gehen. Es sei denn, wir gehen eben über 11.400 Punkte raus. Dann können hier durchaus nochmal 50 bis 100 Punkte nach oben generiert werden. Ansonsten bleibt der DAX hier in einem schwachen Umfeld, um auch hier nach allem Anschein nach hier weitere neue Verlaufstiefs zu markieren. Deckt sich natürlich auch unverändert hier mit dem Rosenbild. Jetzt haben wir hier natürlich die Situation, dass wir die Zone von 11.350, 11.400 Punkte wieder mal erreicht haben. Ob es von hier jetzt einen Erholungsimpuls nach oben gibt, wie gesagt, maximal 11.500 Punkte wären vielleicht drin, muss aber nicht kommen.
theoretisches Potenzial, wenn man über F4 geht, besteht aber. Ansonsten hier der blaue Pfeil bleibt meines Erachtens unverändert präferiert. Das heißt, nach der 11.000 kann auch durchaus noch ein tieferes Niveau im Bereich 10.600 Punkte angesehen werden. Und das ist im Prinzip der Bias, dem ich sozusagen treu bleibe. Switchen müsste man das Ganze und da hat sich nichts verändert an der Lage, wenn der Index über 11.700 Punkte rauszieht. Auch das haben wir schon relativ lange auf der Uhr. Das heißt, erst oberhalb dessen wäre im Prinzip der Bias wieder freundlicher einzuschätzen, aber unterhalb dieses Niveaus sind, / bleiben, die Bären hier ganz klar im Vorteil. Gut, wollen wir mal sehen, wie die Amerikaner, wie gesagt, am Nachmittag reinkommen letztlich. Es deutet sich eine positive Tendenz an, ob das gehalten werden kann. Bis dahin hängen sicherlich auch vielleicht die Daten dann um 14.30 noch ein Stück weit mit zusammen. Warten wir mal ab, was da passiert. Letztlich, trotz des Feiertags, reichlich Bewegung, reichlich spannend. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ruhigen, erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ciao, Ihr Christian Kemmer.